Kurz gesagt, das Thema Bildung war in. Ich sage, es ist und bleibt in, auch wenn es für den Moment aus den Schlagzeilen verschwunden ist, beziehungsweise der Eurokrise dort Platz gemacht hat. Aber schallt es uns nicht gerade immer wieder aus der Politik entgegen, dass Krisenzeiten auch Chancenzeiten sind? Nimmt man diesen Einwurf ernst, ist man ganz rasch wieder beim Thema Bildung, denn Letzteres hat etwas mit Investieren und Sorgen für die Zukunft zu tun. Was hat das nun alles mit Bibliotheken zu tun, werden Sie fragen. Nun, meine Damen und Herren, Bibliotheken stehen sowohl für das eine, investieren, als auch für das andere, sorgen für die Zukunft. Johann Wolfgang von Goethe, verantwortlicher Minister im seinerzeitigen Herzogtum Sachsen-Weimar-Eisenach, weiß, der sagte, in einer Bibliothek fühlt man sich wie in der Nähe eines großen Kapitals, das stetig und unhörbar Zinsen abwirft. Können wir uns ein schöneres und einprägsameres Gleichnis für das, was eine Bibliothek ist oder als das, was man sie ansehen muss, vorstellen? Goethe wusste, wovon er sprach. Er war schließlich zu jener Zeit auch für die Weimarer Hofbibliothek, die heutige Herzogin Anna-Amalia-Bibliothek, verantwortlich. Er war aber vor allem als führender Staatsmann des kleinen Herzogtums für dessen wirtschaftliches Wohl und Wehe zuständig. Geld und Kapital waren demnach für ihn keine abstrakten Begriffe, sondern er wusste, von was er sprach, und er hat diese Begriffsdefinition mit Bedacht gewählt. Er hat mit einer Bibliothek natürlich mehr verbunden als nur eine stattliche Anzahl von Büchern. Dieser von ihm gesehene Mehrwert ist aber genau das, was die Eigenart und Qualität des Kapitals Bibliothek ausmacht. Die Seriosität der Investition Bibliothek gründet sich seit jeher, wenn vielleicht auch in unterschiedlicher Akzentuierung, je nach Einzelfall und Zeitenlauf, auf Eigenschaften wie Ordnung im Sinne von Ordnungsdenken, Qualität im Sinne von Qualitätssicherung, Nachhaltigkeit, Ort freien Zugangs zu Information und selbstbestimmten Lernens und Studierens zu sein, sowie Langfristigkeit und Dauerhaftigkeit. Im Zeitalter der elektronischen Information und des Internets hat sich daran nichts geändert, außer dass Bibliotheken und die mit ihnen assoziierten Eigenschaften dringlicher denn je benötigt werden. Der Informationssuchende leidet heutzutage regelmäßig nicht an Informationsmangel, sondern im Gegenteil, er sieht sich einer stetig wachsenden Informationsflut ausgesetzt und vermisst in diesem Ozean der Daten und Fakten regelmäßig die Orientierung. Genau hier setzt die Rolle der Bibliothek, ganz im Sinne von Johann Wilhelm Leibniz, eines anderen Großen auch des Bibliothekswesens, ein, als willkommenen und traditionellen Ordnungsfaktor. Bibliotheken beschäftigen sich seit Jahrhunderten mit dem systematischen Beschaffen, Strukturieren und Ordnen sowie dem geordneten Bereitstellen und Aufbewahren von Informationen. Dabei sind sie nicht auf das Buch festgelegt. In Bibliotheken, zumindest in einer gewissen Größenordnung wie auch hier im Hause, waren auch immer andere Materialien, Informationsträger als Bücher zu finden. Heute ist dies im Prinzip nicht anders. Allein die Masse und die ungeheure Dynamik, die hinter dem Wachstum und dem Angebot digitaler Informationsressourcen steckt, macht es für Bibliotheken selbstverständlich, sich diesem Phänomen ebenfalls mit Nachdruck anzunehmen. Man spricht dann von der sogenannten hybriden Bibliothek, die unter einem Dach konventionelle und elektronische multimediale Dokumente beherbergt und anbietet. Damit stellt sich der Bibliothek eine doppelte Herausforderung, nämlich traditionell gedrucktes einerseits und in digitaler Form vorliegende Veröffentlichungen andererseits gleichermaßen ihrem Ordnungsdenken und den darauf aufbauenden Ordnungssystemen zu unterwerfen und damit überhaupt erst sinnvoll benutzbar zu machen. Der Informationssuchende findet so im Online-Katalog erschlossen und im Regal systematisch nach Inhalten
aufgestellt, einerseits das Buch, den gedruckten Zeitschriftenband und andererseits ebenfalls im Online-Katalog, dem sogenannten OPAC, aber darüber hinaus auch weitere, verschiedene von der Bibliothek aufgebaute und gepflegte Webdienste, den sogenannten Fachinformationsportalen oder virtuellen Fachbibliotheken, mit entsprechenden Suchbegriffen, Metadaten versehene und recherchierbar gemachte elektronische Veröffentlichungen unterschiedlichen Typs zu seinem Thema. Mit dem Ordnungsdenken einher geht der Gesichtspunkt der Qualitätssicherung als weiterer wesentlicher Konstante bibliothekarischer Arbeit. Sie repräsentiert vor allem den Gedanken der Nachhaltigkeit und ist im Zusammenhang mit digitalen Informationsangeboten von geradezu überragender Bedeutung. Nun, was heißt dies konkret? Qualitätssicherung heißt in diesem Zusammenhang zum einen Veröffentlichungen und Informationsquellen auf ihren Inhalt hin zu untersuchen und zu bewerten. Der Begriff bewerten kann natürlich unterschiedliche Assoziationen, wachrufen. Es geht hier auf keinen Fall darum, dem Werturteil des Benutzers vorzugreifen, ihn folglich zu bevormunden oder gar eine Art Zensur auszuüben. Bewerten heißt zunächst einmal, um es negativ abzugrenzen, das zu tun, was andere Informationsanbieter nicht tun oder so nicht tun können. Auf dem Deutschen Bibliothekarstag 2009 in Erfurt sagte der seinerzeitige Präsident des Deutschen Wissenschaftsrates, Professor Peter Strohschneider, in seinem Eröffnungsvortrag, dass sich gerade hier der Qualitätsaspekt bibliothekarischer Arbeit auch im elektronischen Zeitalter zeigt. In Abgrenzung zu den Suchmaschinen, also vor allem Google und Company, die letztlich nur Zugriffe zählen, bewertet die Bibliothek ein Informationsangebot unter vielfältigen Aspekten, trifft auf dieser Basis eine Auswahl und stellt die so selektierte Informationsquelle, die Veröffentlichung, über die nachfolgenden Arbeitsschritte, insbesondere die formale und inhaltliche Kriterien folgende Erschließung, Katalogisierung, in einen bestimmten Kontext, in einen Ordnungsrahmen. Im elektronischen Zeitalter kommt zu den genannten Eigenschaften der Bibliothek noch der Dienstleistungsgedanke als zentraler Aspekt bibliothekarischen Denkens und Handelns hinzu. Dies gilt zum einen für den Umfang der gebotenen Dienstleistung und zum anderen für die Möglichkeit ihrer Inanspruchnahme. Bezogen auf den Dienstleistungsumfang darf angesichts des mittlerweile erreichten informationstechnologischen Niveaus eine integrierte, das heißt eine möglichst umfassende Dienstleistung oder um es einmal modisch zu verbrämen, eine Dienstleistung aus einer Hand erwartet werden. Der Informationssuchende wird dabei nicht mit einem bloßen bibliografischen Auskunft alleine gelassen, sondern ihm wird möglichst integriert in die Ergebnisanzeige nach seiner Katalogrecherche die Verfügbarkeit und die Bereitstellung des gewünschten Dokuments angezeigt oder realisiert. Diesem Prinzip des One-Stop-Shopping, nochmal ein modischer Ausdruck, folgen auch alle elektronischen Angebote. Was steht hier dahinter? Denn selbst die größte Bibliothek der Welt, die US-amerikanische Kongressbibliothek mit ihren 27 Millionen Büchern, kann nicht alles in den eigenen Regalen oder Servern haben. Hier kommt das magische Wort der Vernetzung zum Einsatz, zum Ausdruck. Vernetzung gab es schon lange vor dem Internet. Damit haben sich die Bibliotheken seit Jahrhunderten gegenseitig ausgeholfen und oftmals unsichtbar für den Nutzer es geschafft, die notwendigen Dienste auf die Beine zu bekommen. Angesichts der Temperaturen erlaube ich mir etwas zu verkürzen, da ich im Nacken auch den Kabarettisten spüre. Sie können das sicherlich alles nachlesen, das wird bei Gelegenheit sicherlich noch veröffentlicht werden.